Hi Fans und damit herzlich willkommen zu einem kleinen, ich will jetzt nicht unbedingt sagen Trailer React, weil es ist noch kein offizieller Trailer, es ist allerdings ein React auf einen Leak zu einem Computerspiel, welches ich persönlich sehr gerne sehen würde und ich habe es jetzt, also jetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich das Video aufnehme, ist die Nachricht 2 Tage alt, ich habe es jetzt gestern erst gesehen. Und dachte mir, ich mache jetzt mal heute ein Video davon. Wir gucken uns ganz kurz rein. Das ist von GameStar die News zum 16.05. Aber das seht ihr ja auch gleich. Ich Idiot mal wieder auf den falschen Knopf gedrückt. Das nächste Mafia könnte auf Sizilien spielen. Arma kommt angeblich auf die Konsole und Silent Hill Fans bekommen wieder etwas Hoffnung. Außer Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's jetzt in den News. Die Werbung habe ich euch kurz rausgeschnitten, das muss ich jetzt nicht in meinem Trailer zeigen. Jetzt geht's aufs eigentliche Ding zu. Mafia 4 leakt zu Settings und Hauptfigur. Wir hören mal rein. Ich habe es mir jetzt schon 2-mal angeguckt, einfach weil ich es mag. Und dann erzähle ich euch meine Meinung dazu. Aber ich sage es ja immer wieder, ich mache das eigentlich so ungern, weil meine Meinung ja wahrscheinlich niemanden interessiert. Aber gerade bei Mafia 4, ich habe es ja im Stream und im Let's Play von Mafia 1 und 2 schon mal gesagt. Ja, Mafia 3, kommen wir gleich auch nochmal dazu. Und ich würde mich wirklich freuen, wenn sie mal ein Mafia 4 bringen würden. Und das schauen wir uns jetzt hier an. Es sieht ganz so aus, als würde die Mafia-Reihe zu ihren Wurzeln zurückkehren. Denn einem gut vernetzten Branchen-Insider zufolge soll Mafia 4 ein Prequel werden und auf Sizilien spielen. Dort sollen SpielerInnen dann zwischen Ende des 19. und Beginn des 20. Jahrhunderts den Aufstieg des jungen Don Salieri miterleben. Also natürlich bevor der zum Anführer seines Mafia-Clans geworden ist. Die Infos kommen von Journalist und Podcaster Nick Baker, der im Xbox-Era-Podcast über die Prequel-Pläne auspackt. Entwickelt werden soll dieses Mafia 4 wieder von Hangar 13, das zuletzt auch Mafia 3 sowie das Remake Mafia Definitive Edition veröffentlicht hatte. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, ja. Aus meiner Sicht, Mafia 3 ist per se kein schlechtes Spiel. Ich mag Mafia 3. Es hat eben nur dieses Problem, dass die Kampagne sehr, sehr linear aufgebaut ist. Dass man immer irgendwo in ein Gebiet geht, man macht Schaden, dann zeigt sich der Boss, man killt den Boss. Regierung überlastet? Na ja, okay, passt schon. Man geht immer in ein Gebiet, man macht Schaden, dann kommt der Boss, man killt den Boss von dem Gebiet. Also beziehungsweise die Unterbosse pro Gebiet, die kann man dann entweder killen für mehr Geld oder man kann sie am Leben lassen und für sich arbeiten lassen, dass man über die Zeit mehr Geld generiert. Ich war ganz ehrlich, ich habe sie also immer am Leben lassen, habe mir gedacht, je länger ich das Spiel spiele, desto mehr kriege ich hinten raus. Mafia 1 wiederum, die Definitive Edition, die war ganz, ganz toll. Die war ja eigentlich im Prinzip nur geschichtlich am Original dran, hat sich ja komplett neu aufgearbeitet. Und wenn wir jetzt, also es ist jetzt nur ein Leak, kein Mensch weiß noch, ob das, was jetzt da gesagt wurde, auch wirklich real ist. Aber wenn es dasselbe Studio ist, die Mafia 1 Definitive Edition gemacht haben, dann würde ich mir so dermaßen wünschen, dass sie auch diese eine Szene mit reinbringen in der Definitive Edition, wo Frank von seiner Hündin erzählt hat oder von seinem Hund mit den Hunderennen. Und Don Salieri hat den Hund dann erschossen, weil er in einem Rennen verloren hatte oder sowas. Ganz ehrlich, wenn wirklich die Vorbedingung von Mafia 1, der Definitive Edition, jetzt in Mafia 4 kommen sollte, dann muss diese Geschichte da unbedingt mit rein, dass das wieder einen geschlossenen Kreislauf gibt. Dass man richtig sieht, wie die beiden damit Hundewetten Geld verdienen. Und dann verliert Franks Hündin und Don Salieri erschießt den Hund einfach. Ich würde es feiern, wenn sie das reinmachen. Jetzt hören wir uns mal den Rest noch an. Mit Ennio Salieri kehrt dabei ein aus Mafia 1 bekannter Charakter zurück. Die Insel Sizilien ist dagegen ziemliches Neuland für die Reihe, die bisher immer in fiktiven amerikanischen Großstädten angesiedelt war.
Salieri ist schon 1908 in die USA ausgewandert. Das Spiel würde also davor spielen. Gerade in Sachen Verfolgungsjagden müsste die Reihe also umdenken, da motorisierte Fahrzeuge damals im Stadtbild eher untypisch waren. Aber gut, in Assassin's Creed gibt es ja auch Kutschenverfolgungsjagden. Ganz ehrlich, nein. Bitte nicht. Also mit Kutschen. Ah. Also wenn man jetzt irgendwo 1908 mit Pferden durch die Pampa reitet, okay, ja. Mit Pferden über irgendwelche Feldwege würde ich mir noch gefallen lassen, aber mit Kutschen. Also und wenn sie dann noch so eine blöde Rammmechanik wie bei Assassin's Creed Syndicate reinbringt, dass man mit Kutschen andere Kutschen rammen kann. Nein, bitte nicht. Also es steht ja noch nicht fest, ob das, was jetzt hier so gesagt ist, ob das auch kommt, aber ja, ich hoffe nicht. Also bitte nicht so oder mit Kutschen nicht so übermäßig viel. Übrigens, laut Special Nick dreht sich zwar die Handlung um Salieri, ob man den aber auch selbst spielen wird, ist noch unklar. Immerhin soll Mafia 4 wieder einen Fokus auf die Story legen, die linear erzählt wird. Offiziell bestätigt haben das übrigens bisher weder Hangar 13 noch der Publisher Take-Two. Okay, dann. Jo, und das war's bis jetzt. Also er hat es jetzt am Ende nochmal gesagt, es ist bis jetzt noch nichts bestätigt. Kann natürlich sein, dass in diesem Xbox-Era-Podcast alles nur übertrieben dahergestellt ist und wir kriegen dann hinterher ist er jetzt nochmal wieder? Don Salieri? Ennio Salieri? Ich hab's jetzt. Ich glaube Ennio, ich bin mir nicht ganz sicher. Was natürlich in der Reihe mit Sizilien auch ein schöner Ding wäre, wäre die Handlung um Henry Tomasino aus Mafia 2. Der kam ursprünglich auch von Sizilien, wo er in der einen Mission mit Joe und Vito erzählt hat, dass sein Vater ihn nach Amerika geschickt hat, als Mussolini an die Macht kam, ging es uns eher dreckiger, aber das war ja dann später. Also, wenn Mafia 4 rauskommt, wenn es mal bestätigt wird, ich würde es auf jeden Fall pre-ordern. Wie gesagt, ja, Mafia 3 storytechnisch eigentlich ganz gut, aber spieltechnische Umsetzung mittelmäßig. Auch bei Mafia 3 dieses typische Open-World-Problem, dass die Open-World zu einem Großteil nur aus Sammelobjekten besteht, die man dann irgendwo rumläuft und die nach und nach einsammelt. Aber okay, dann würde ich mal sagen, so ein richtiges Trailer-React war es jetzt nicht, weil es war ja offiziell noch kein Trailer, es war ja bis jetzt ein Leak, über den berichtet wurde. Aber nichtsdestotrotz, ich habe es ja schon im Livestream gesagt, wenn ein Mafia 4 rauskommt, ich wäre wirklich happy. Wenn es auf Sizilien spielt, okay. Wenn es gut gemacht ist, spielerisch, ich würde es mir auf jeden Fall holen, auch für 60 Euro. Oder solange es jetzt kein Open-World-Spiel wird für 60 Euro und dann noch wieder für 30 Euro ein Season Pass mit dazu, schauen wir mal. Wie gesagt, wenn es rauskommt, ich würde es mir auf jeden Fall holen. Also, bis zum nächsten Trailer-React. Ciao, Leute.